Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir wollten jetzt zu Fingers gehen. Da ist wieder Mutt oder Matt oder wie man ihn auch spricht. Die Nervensäge, der uns jetzt zum Glück in Ruhe lässt. Das heißt, wir haben ihn jetzt nicht mehr an der Backe. So, was kannst du mir Was beibringen? kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Ja, ich muss hier auch ein paar Dinger lernen. Ich glaube, Schlösser knacken wir besser. Stufe 1, 10. 10 Lernpunkte. Wie werde ich besser im Knacken von Schlössern? Das willst du gerne wissen, Ist für den Anfang nicht so schwer. Du musst vor allem darauf achten, dass dir dein Dietrich nicht abbricht. Wenn du in Zukunft mit weniger Gewalt an die Sache rangehst, wirst du merken, dass du weniger Dietriche verbrauchst. Ah, okay. Mehr Punkte habe ich jetzt aber nicht, oder? Ne, Lernpunkte jetzt alles ausgegeben. Wo steht das jetzt mit Dietrichen? Ausgebildet, Schlösser öffnen, ausgebildet 50%. Okay, Sponsors Versagen. Achso. Ausgebildet und 50% Versagens. Okay. Okay, jetzt ist nur noch 50-50. So, was haben wir eigentlich noch für Quests offen? Hier, Auftrag von Torus haben wir erfüllt. Prüfung des Vertrauens, Aufnahme Halbeslager. Prüfung des. Diego hat mich zur alten Mine geschickt. Dort soll ich von einem Mann namens Ian eine Liste bekommen. Okay, dann würde ich sagen, wir quatschen noch einmal kurz mit Diego und dann gehen wir zur alten Mine. Versuchen das zumindest mal. Hier ist Diego. Wie sieht's mit meinem Ansehen jetzt im Lager aus? Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Sketty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Zu Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Du solltest ruhig etwas von ihm lernen. Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Jo, alles klar, dann gehen wir jetzt einmal noch Mach's gut. zu ihren. Boah, Entschuldigung. Ich habe irgendwie ein bisschen was im Hals. Und suchen wir mal den Weg dahin zur alten Mine. Alte Mine war ja hier direkt im Norden. Wir sind ja. Wir müssen durch den Wald da vorne. Boah, ich hoffe, wir überleben das auch. Den Kampf da jetzt gegen die Wölfe. Neue Viecher sind hier jetzt nicht gespawnt, damit wir skillen können. So, hier müssen wir durch. Ich mache hier noch mal ein Safe Game. So, hier. Und dann werden wir wahrscheinlich gleich wieder attackiert. Und die Musik wird düsterer. Da haben wir einen dieser Wölfe. Schauen wir mal, ob wir den überleben. Nein, komm! Nein! Ja, Spiel laden. Da, wo wir stehen geblieben waren. Und nochmal versuchen. Der hat sich zu schnell bewegt, aber wir hätten den schaffen können. Wir hätten den jetzt schaffen können. So, komm. Ich könnte noch jetzt.
Ah, komm, dreh nicht! Ah, toll! Steuerung ist echt manchmal hakelig beim Anvisieren. Das muss ich aber schaffen. Der ist machbar. Der ist jetzt schaffbar für uns. Ja, wir haben den geschafft. Ich höre hier aber noch mehr Wölfe. So, und wir müssen jetzt eben schnell was puddern. So, nochmal. Damit wir wieder ein bisschen Gesundheit kriegen. Hier haben wir nochmal Serapis. Und wir hatten hier doch noch irgendwo was. Beziehungsweise ich mache hier jetzt. Jetzt mache ich hier ein Safe Game. Wir haben den Wolf geschafft. Und oben höre ich auch noch wieder welche. Ja, wir lassen das mal. Alter, das war jetzt knapp. So. Dann den hier auch nochmal. Nee. So. Okay, die Blutfliegen schaffen wir jetzt auch. Okay, der hängt da oben fest. So, dann können wir wieder essen. Die Blutfliegen sind jetzt auch machbar. Immerhin. Schnell ein Safe Game. Wir sind jetzt stark genug hierfür. Was haben wir da? Rank. Und Bier. Und eine Schlüssel. Können wir verkaufen gehen. Oh, ein Klug. Können wir auch verkaufen. Wo kommst du denn her? Komm! Ja! Schnell Safe Game. Die sind ja gerade noch an der Grenze. So, jetzt müssen wir wieder essen. So. Ist ein bisschen buggy gerade hier, aber. So, dann können wir den Wolf. Der nichts hat. Okay. Aus Wölfen können wir nichts rausnehmen. Nachtschatten. Und Orkblatt. Sind das Scavengers? Sieht aus wie Scavengers. Ja, Scavenger. So, nice. Scavenger können wir jetzt ordentlich hier ausbeuten. Schaffen wir gleich vielleicht nochmal eine Stufe. Wenn hier jetzt schon sogar gleich drei Stück wieder sind. Drei weitere. So. Hier. Und den. Und. Ja, nice. So, mitnehmen. Mitnehmen. Und mitnehmen. Dann machen wir einmal schauen. 3740 haben wir bisher. Nochmal ein Safe Game. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt genau sind. Das da könnte die alte Mine schon sein. Dann schauen wir mal, ob wir da ihren finden.
Wo finden wir den Dude? Bisher scheint es hier aber jetzt nicht großartig weiter zu gehen in dem Bereich. Dann ist das hier auf jeden Fall die alte Mine. So. Gibt es hier irgendwen? Kann man hier irgendwas looten? So, und nach oben. Gucken wir mal oben, ob da jemand ist. Nee, oben ist niemand. Und oben ist auch nichts mitzunehmen. So, dann gucken wir mal. Sieht aber schon auch ein bisschen gefährlich aus. Sonst liegt hier gar nichts rum zum Mitnehmen, das wir verkaufen können oder sonst was. Ja, dann bevor wir da jetzt reingehen, also richtig reingehen, mache ich auch nochmal ein Safe Game. Okay, geht hier auch nochmal ein bisschen tiefer. Oh, was haben wir denn hier? Warte mal. Habe ich eine Spitzhacke? Ich habe keine Spitzhacke. Ich kann das nicht abbauen. Aber hier ist so viel Erz. Boah, ich hoffe, ich finde hier irgendwo noch eine Spitzhacke. Ich war jetzt so schlau und habe die Spitzhacke weggegeben. Verkauft. Ich hätte das jetzt vielleicht alles abbauen können. Hier ist ja noch richtig viel Erz. Ist das Ian? Ne, das ist Drake. Boah, liegt hier vielleicht irgendwo eine Spitzhacke rum? Spitzhacke! Höllenpilz? Höllenpilz, nehmen wir mit. Ich gehe noch mal kurz raus, weil da noch ein bisschen was zum Abbauen war. Muss jetzt eben kurz laden. So, noch mal Ladebildschirm. Ja? Ah, okay. Krieg ich jetzt Erz? Oder kann ich dauerhaft hier einfach abbauen und das verschwindet nicht? So, okay, wo sehe ich jetzt, wie viel Erz ich habe? Unter hier, 18 haben wir gerade. So, machen wir jetzt erstmal ein Weilchen. Okay, verschwinden tut's aber nicht. Und immer noch 18, hä? Egal, dann lassen wir das mal. Wenn ich das nicht abbauen kann. Dann gehen wir mal rein und suchen Ian. Quatschen aber erstmal mit Drake und fragen den. Kannst du mir was über die Mine erzählen? Hier, wo wir uns befinden, das ist der Hauptschacht. Über ein Stegsystem kommst du bis ganz nach unten. Und überall wird Erz geschürft. Doch sei vorsichtig. Hier gibt's auch eine Menge Minecrawler. Ganz unten steht die Schmelze. Einen Teil des Erzes schmelzen wir direkt ein und verarbeiten es. Okay. Auf was sollte ich in der Mine achten? Vor allem auf Minecrawler. Das sind gefährliche Biester. Wir mussten wegen ihnen schon einige Höhlen aufgeben. Haben schon so manchen Buddler verspeist.
Erzähl mir von den Crawlern. Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Wenn du ein Bier ausgibst, erzähle ich dir noch was über die Crawler. Hier Bier. Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Also, die Crawler gibt es hier zuhauf in vielen Nebenhöhlen. Hier im Hauptschacht haben sie noch nicht angegriffen. Wenn du ihnen mal begegnest, dann lauf. Oder stell dich mit dem Rücken zur Wand. Dann hast du vielleicht noch eine Chance. Erzähl mir mehr davon. Wenn du mehr wissen willst, dann wende dich an Viper. Er ist der Schmelzer. Oder wende dich an Ian. Er ist der Boss. Er organisiert hier in der Mine alles. Ah, okay. Wo kann ich Ian finden? Er steht in der Mitte des Hauptschachtes, beim Warenlager. Ach, noch was. Du kennst doch Torus, hm? Vergiss ihn. Hier drin hat nur einer das Sagen und das ist Ian. Er ist hier der Chef. Legst du dich mit uns allen an. Verstanden? Alles klar. Wir sehen uns. Kann ich da mal... Was? Was wollt ihr? Okay. Ist das ihr? Ne? Santino. Wer ist das da hinten? Da komme ich gar nicht hin, ne? Ein Templer. Ah, ich komme hier doch hin. Gardist. Okay, dann muss ich wahrscheinlich hier runter. Hier. So, Höhlenpilz. Höhlenpilz. Den nehme ich auch noch mit. So. Noch ein Höhlenpilz. So, schauen wir mal, wo... Höhlenpilz. Geil. Und Höhlenpilz, nicht Höhlenpilz. So, da will ich lieber noch nicht hin, weil... Minecrawler, weiß ich noch nicht, ob ich gegen die ankomme. Aber dann zumindest hier runter. Ah, hier ist eine Leiter. So, dann gehen wir so mal runter. Snipes. Lass mich raten, ist das ihr? Aaron. Okay, Aaron. Was machst du hier? Ich passe auf, dass so Butler wie Snipes da drüben die Finger von meiner Truhe hier lassen. Okay, dann. So. Achso, hier geht's weiter runter. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre abgeschnitten. Da unten muss ich hin. Und da ist wieder eine Leiter. Jo, geht das aber. Das geht aber richtig tief hier runter. Oh, Höhlenpilz. Oh, Rabenkraut. Und nochmal Rabenkraut. Ulbert. Einzigartige Namen haben die hier auf jeden Fall. Butler, Grimes. Ah, Ian. Hier haben wir ihn. Bist du Ian, der Chef der Mine? Bist du Ian, der Chef der Mine? Ja, ich bin Ian. Und das hier ist meine Mine. Also fass nichts an und mach nichts kaputt. Mhm. Ist das nicht Gomez Mine? Erzähl mir von der Mine. Ich wollte die Liste fürs Lager abholen. Da könnte ja jeder kommen. Verpiss dich. Ist das nicht Gomez Mine? Ja, natürlich ist das die Mine des alten Lagers. Aber hier drin gibt's nur einen Chef. Und das bin ich. Okay. Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen? Wir fördern hier rund um die Uhr Erz. Im Monat sind das über 200 Säcke Erz, die gelagert werden und nochmal 20 Säcke, die eingeschmolzen werden. Mit dem Erz, das wir dem König liefern, können hunderte von Klingen hergestellt werden. Ah. Ich habe gehört, dass Erz magisch ist. Erzähl mir davon. Das Erz ist magisch. Das magische Erz besitzt besondere Qualitäten.
Es macht die Waffen unzerbrechlich und die Klingen sind schärfer als gewöhnliche. Eine Armee, die mit solchen Waffen ausgestattet ist, hat einen entscheidenden Vorteil in jeder Schlacht. Erzähl mir mehr vom Erz, erzähl mir von der Mine. Erzähl mir mehr vom Erz. Leider geht die magische Wirkung des Erzes beim Schmelzen verloren. In den Hochöfen von Nordmar, da kennen Sie die richtige Schmelztechnik. Aber selbst ohne die magische Wirkung sind Waffen aus diesem Erz extrem widerstandsfähig und richten mehr Schaden an als gewöhnliche Waffen. Ah, okay. Erzähl mir von der Mine. Wenn du dich hier weiter umsehen willst, sei vorsichtig. In den Höhlen sind Minecrawler. Am besten du bleibst in diesem Hauptschacht. Und lass die Templer in Ruhe. Sie lungern zwar die meiste Zeit nur rum, aber wenn die Crawler kommen, gibt es keinen besseren Kämpfer an deiner Seite. Ich werd's mir merken. Ich hab noch zu tun. Und halte meine Jungs nicht von der Arbeit ab. Ich sehe mich nur mal um. Okay. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Wie lösen wir jetzt die Quest? Hier, So, warte mal. Um bei Gomez Leuten im alten Lager aufgenommen zu werden, soll ich mich bei Torus melden? Torus sagte mir, ich soll mit Diego reden. Um aufgenommen zu werden, muss ich wichtige Leute im Außenring beeindrucken und eine Prüfung des Vertrauens bei Diego ablegen. Sketty, der Arena-Meister, wird von mir beeindruckt sein, wenn ich einen der Kämpfer fordere. Fingers wird ein gutes Wort für mich einlegen, wenn ich ein Diebestalent lerne. Okay. Ein Diebestalent habe ich ja, Schleichen. Und mit Ian kann ich jetzt gerade irgendwie sonst nichts anderes machen, ne? Gibt's hier irgendwie keinen Weg runter? Doch, da vorne irgendwo. Schon. Hier. Jo, da unten. Da ist die Schmelze. Das passiert mir nicht. Achso, ich dachte, er heißt Höllenpilz. Gornabar. Ich will's mal riskieren. Ich will's mal ausprobieren. Wenn da schon Minecrawler sind. Ich will mal schauen. Jo. Okay. Ich wollte es nur mal ausprobiert haben, ja? Die sind doch schon stärker, als ich gedacht hatte. Gut, von denen lassen wir mal die Finger. Weiter runter komme ich jetzt so nicht, oder? Doch, da vorne. Da ist ein Weg. Sind doch ein bisschen stärker, als ich gedacht hatte. Aber nur ein bisschen. Ich habe in meiner Waffe nicht einen Schaden gemacht. So, Butler, Templer, Gornakosch. Da haben wir einen. Viper. Ich habe gehört, du bist der Schmelzer. Ich habe gehört, du bist der Schmelzer. Du bist ja ein ganz schlauer Bursche. Ja. Ich habe gehört, ihr schmelzt nur einen Teil des Erzes ein. Ich habe gehört, ihr schmelzt nur einen Teil des Erzes ein. Früher haben wir alles Erz eingeschmolzen. Aber damit waren Gomez und die Magier nicht einverstanden. Wochenlang haben sie sich herumgetrieben und haben das Erz und alles andere untersucht. Sie haben hier rumgeschnüffelt und ihre feinen Nasen in Sachen gesteckt, von denen sie keine Ahnung haben. Das Ende vom Lied war, dass wir nur noch einen Teil des Erzes einschmelzen. Die Magier sind nicht mehr heruntergekommen. Kannst du mir Erz geben? Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst? Jo, bei dem kann ich verkaufen. Alter, genau, warte, ich will. Ich schau mal, was ich ihm verkaufen kann. Das kann ich zum Beispiel verkaufen. Das kann ich verkaufen. Das. Was könnte ich ihm noch geben? Brief des Feuermagen. An Feuermagen. Nee. Das brauchen wir nicht. Hier würde ich erstmal alles beilassen. Artefakte lassen wir auch. Dann haben wir ein
rostiges Schwert. Die Spitzhacke lassen wir auch. So, so. Und das. Ah, 7,3. Komm, machen wir so. Annehmen. Will er es so haben oder wie? Annehmen. Aber wir haben jetzt, glaube ich, 48, fast 50 Erz. Nice. Lass mich raten, da sind auch noch Crawler? Mein Crawler? Nee. Gott ist. Buddler. Orksklave. Noch ein Buddler. Noch ein Buddler. Höhlenpilzen kriegen wir hier sehr viel. Warum ist Matt nicht hier unten? Hier kann ich ihn mir gut vorstellen. Ganz Tag am Schürfen geht er den anderen Leuten auf den Sack. Obwohl ich auch mir gut vorstellen kann, dass Matt hier rausgeschmissen wurde, weil er allen Leuten auf den Sack geht. So, und das ist wahrscheinlich das ganze gelagerte Erz, ne? Was ich nicht mitnehmen kann. So, komme ich wieder hoch, ganz normal? Nein. Nein. Ja, okay. Okay, dann haben wir das jetzt. Nee, so rum. Asghan? Wie sieht's aus? Hey, wie sieht's aus? Noch gut. Solange niemand auf die Idee kommt, dieses Tor öffnen zu wollen, muss ich auch niemandem wehtun. Was ist denn so Besonderes hinter dem Tor? Minecrawler. Große, böse Minecrawler. Und zwar sehr, sehr, sehr viele. Okay, aber dann gut, dass die das Tor haben. Jetzt erstmal schauen, wie wir wieder zurückkommen. Weil mit Ian werden wir es erstmal noch nicht hinkriegen, für Diego die Liste dazu holen. So, wir hatten aber jetzt schon immerhin bei Fingers eine Diebesfertigkeit erlernt. Das heißt, er würde uns dann auch ein gutes Wort für uns einlegen. Oder muss ich wirklich gezielt Diebstahl erlernen? Dann brauche ich noch ein paar Erfahrungspunkte. Rabenkraut nehmen wir auch mal mit. Ich habe so gefühlt, hier gehen wir falsch. Jo, hier sind die Minecrawler. Das heißt, wenn wir aber irgendwann stärker sind, können wir die ganzen Minen hier von Minecrawlern befreien. Und dann können die hier überall weiter schürfen. Oh, noch ein Höhlenpilz und Rabenkraut. Höllenpilz und Rabenkraut meine ich. Jetzt ist die... Ah, hier. Da geht's wieder hoch. Da geht's raus. Muss eben auf. So, noch ein Höhlenpilz. Da sind wieder Minecrawler. Ganz schön. Ich glaube, sobald wir stärker sind, wir werden nach und nach die komplette Mine hier befreien. Die komplette. Das komplette Gebiet hier. Verlass dich auf jemanden. Ich dachte, das wäre schon lange. Also ich muss aufpassen, dass ich hier nicht aus Versehen irgendwie runterfalle. Okay, ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Kann ich mit Alberto quatschen? Was kann ich mit dem... Bei dir kann ich tauschen? Jupp! Alles, was du willst! Wenn du Erz hast! Okay, für mich hat er jetzt nichts anzubieten. Nee, lassen wir.
Ende. Gut, dann. Ein neues Gesicht. Na? Schon mal ernst geschürft, Jungchen? Was will der jetzt? Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit 10 Jahren hier. Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind. Aber das sind alte Geschichten. Du hast doch bestimmt auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt. Hör zu, mein Junge. Ich weiß genau, du willst hier raus. Aber vergiss es. Gewöhn dich direkt daran und vergiss die Gedanken vom Ausbruch. Ich habe die Gesichter der Leute gesehen, die versucht haben, aus der Barriere zu fliehen. Mach nicht denselben Fehler. Die Barriere hält jeden auf. Ich habe nicht vor, die nächsten 10 Jahre meines Lebens hier zu schürfen. Nein, das wirst du nicht. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören, wer weiß. Du wirst dich nach oben arbeiten, aber ganz egal, wie weit du auch kommst, die Barriere wird dich aufhalten. Jo, alles klar. Dir auch, Jungchen, dir auch. Ja, der ist schon sympathisch, finde ich. Der ist mir sympathisch. Hier haben wir eine Leiter. Schauen wir mal, wie wir wieder hochkommen. Beziehungsweise hier rauskommen. Dann quatschen wir nochmal mit Diego. Beziehungsweise wir haben hier ja Wirkung des Vertrauens. Graham wird mir eine Karte geben. Ich finde ihn links neben dem Nordtor. So, alles klar. Vielleicht muss ich wirklich erstmal mit Diego reden. Da haben wir wieder eine Leiter. Kommen wir da raus. Und vorher hätte ich noch nicht zur alten Mine gehen müssen. So, wo war jetzt der Ausgang? Ich glaube hier oben, ne? Okay, Steuerung darf ich nicht loslassen, während ich am Klettern bin. Ah, wir sind wieder hier. Okay. Das heißt, da... Wie hieß der Dude nochmal? Bei dem war ja der Ausgang. Genau, Drake. Gut, dann gehen wir mal raus. Gehen nochmal kurz zurück zu Diego. Und... sehen zu, dass wir irgendwie noch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln, damit wir ein bisschen stärker sind. Erz haben wir auf jeden Fall wieder einiges. Aber ich würde sagen, auf dem Weg zu Diego meine ich, machen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!